Wunderschönen guten Morgen. Nach einer kleinen Pause, also filmerisch natürlich nur, machen wir heute wieder mal ein bisschen auf die Runde. Und wie immer, die Nase. Das war der TGW und der TGW fährt auf Paris. Das heisst, wenn ich dem noch fahre, komme ich auf Paris. Ich habe jetzt die Übung abgebrochen. Ich habe gerade festgestellt, der haltet ihn etwa 3-4 Mal, bis er zu Paris ist. Und so viel Zeit habe ich einfach nicht. Darum fahren wir weiterhin mal der Nase noch schauen, was durchkommt. Ich fahre jetzt gerade auf Hunzenschwil zu und dort mal schauen. Ich habe eine Idee, etwas machen. Schaffisse hinter mir gelassen und fahren jetzt wie früher in den 80er als Kind über die Höfe hinten durch Richtung Sion. Über die Höfe heisst es wahrscheinlich, weil es so viele Höfe hat. Und irgendwie bin ich das als Kind aber nicht so gerne gefahren. Aber eben, zu der Großmutter gehen, ist auch schön gewesen. Das Schöne ist ja, oder das Interessante ist ja, dass die Verkehrslage gerade hier über die Höfe in den 80er etwa vergleichbar war wie mit der Hauptstrasse vorne. Das ist mittlerweile nicht mehr so. We'll be right back.
Das ist Kirche Fusion. Und die ist ganz in der Nähe von dort, wo ich viel Zeit in der Kindheit verbracht habe, bei meiner Großmutter. Schöne Erinnerungen. Ich sehe auch ein bisschen von oben, also was man also auch gerade erkennen kann. Tja. Und weiter geht's. Mal schauen. Wir gehen weiter drauf. Auch wenn es immer leicht, aber es geht immer drauf. Bach in seiner vollen Pracht. Der kommt übrigens auf Feldeck nachher und fließt die Tare. Unglaublich. Hier sehen wir den Resterli-Turm. Das ist ein Aussichtsturm in der Nähe von Lenzburg. Keine Angst, den sehen wir auch mal. Der ist auch schon geplant. Und da, von dem Hangar, Egliswil. Ich fahre jetzt mal ein bisschen weiter und dann schaue ich beim nächsten schönen Plätzchen. Ist mal Zeit für ein Kaffeepäuschen. Vorhin habe ich übrigens gerade gemerkt, dass ich das Relief gar nicht habe mitlaufen. Also Aufzeichnung, die ich durchfahre. Ich habe das jetzt hier in Seeon noch gestartet. Wie immer. Super. Fährt halt ein Stück bis auf Seeon. Das sind etwa 13, 14 Kilometer. Geht hoch, verarsch mich nicht. Und da habe ich doch ein Plätzchen gefunden, um ein Päuschen zu machen. Schön am Abach. Und was ich nicht gewusst habe, es gibt sogar einen Abach-Badi. Ich bin hier einfach ein bisschen zu heikel. Ich habe immer Angst, dass ich zu weit raus schwimme. Also. Ein Blick auf Halbwil.
Schloss Hallwil. Ein Wasserschloss. Kein Tipp. Ganz billig kaufen. Ist eh alles für Wasser. Und hier ein Blick auf Singen. Und da ist er, der Hallwiler See. Und die Alpen. Mit Pilatus und Co. Wie im Nebel, he? Naja. Ich bin den See entlang gefahren, dann Wil Meisterschwande und dann das Loch auf. Ich habe mich entschieden, dass ich vom Seetal ins Bünztal überwechsle. Und ja, es ist nicht alles mehr oder weniger Strasse und so unterzückig kann man auch nicht. Ich bin jetzt auf dem Weg Richtung Wolle und wieder schön radwegmässig. Weit weg von der Strasse, herrlich. Hier sehen wir noch etwas rüber. Dort unten wäre ein Seetal. Ja, jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Richtig Wolle. Bis später. Jetzt habe ich gerade das Tageshighlight hinter mir. Mon Dieu, das Armensdorf. Einfach nur darauf. Jetzt bin ich auf so einem Buckel. Und jetzt geht es hoffentlich bergab. Wahrscheinlich auch nicht nur rein, die ganze Strecke jetzt auf Wolle. Ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr so genau in Erinnerung. Aber schauen wir. Spass hat es gemacht. Thank you.
bin jetzt hier schon ausgangswollen. Haben wir das angetan. Ich dachte, ich fahre jetzt ein bisschen durchs Zentrum und so. Jetzt muss ich hier schnell schauen. Jetzt bin ich im Bade. Jetzt geht es gerade raus. Jetzt also unterwegs Richtung Statik. Das hier ist Bünz. Auch die fließt auf Wildeck. Kommt zusammen mit dem Abach und dann gehen sie zusammen in die Aare. Ich glaube, ich wohne im Zentrum der Galaxie. Von Wollen auf Totiken, alles sehr entspannt. Wir fahren neben der Strasse. Bünz dazwischen. Also, ideal, super Sache. Da schmeckt es ein bisschen gut. Ich weiß nicht, ob da tote Fische sind oder. Ah, alles klar. Oder Toilette. Ein Blick auf Totiken. Ich weiß nicht, irgendwie. Da oben ist, glaube ich, schon Häckligen. Ja, bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall filme ich heute nur Ortschaften am Hang. Denkt es mir. Ich habe heute ein bisschen einen Hang dazu, zu Ortschaften am Hang. Feld. Aber mit bestem Untergrund. Sicher. Ich habe gar noch nicht erwähnt. Heute filme ich komplett alles mit allen Kameras in 4K. Mal schauen, wie das geht zum Bearbeiten, zum Hochladen. Und wie es dann aussieht. Also für all die 4K-Fernsehen haben, das sehen wir wieder in 4K. Schlimmer geht's nicht. Seit ich in 4K filmen, weiss ich auch, was 4K heisst. Für einen Akku. Es braucht nämlich mindestens 4 Kalorien pro Sekunde. Sich noch ganz, ganz schüch, schon fast Sonne, kurz bevor ich daheim bin.
zwar nicht weit weg von daheim, aber das ist Bünztal bei mir in der Nähe. Und da mache ich jetzt gleich noch schnell ein Säckchen und geniesse ein bisschen die Umgebung. Allerdings mache ich das Höckchen dann auf dem Bänkchen oben am Mittag. Der Aussicht höckle jetzt noch schnell ein bisschen. Ja, und dann habe ich noch etwa 2 Kilometer, denke ich, bis heim. Und dann ist da doch eine anständige Runde gewesen, würde ich sagen. Schön, dass es ein Fallfall war. Da sehen wir den Grund, wieso wir zu Wildegg eigentlich unsere Velo nicht spliessen müssen. Wir haben ein grosses Schloss. Ich fahre jetzt also die letzten Meter richtig heim. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Hoffentlich sind wir nächstes Mal wieder dabei. Wir werden heute insgesamt etwa 44 Kilometer sein. Wie gesagt, auf dem Relief, wo jetzt am Schluss dann noch schnell kommt, ist erst ab 7 Uhr. Weil ich einfach zu blöd war, bevor er startet. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Nice Weekend.